Hallo, ich bereite gerade alles vor, damit mein Freund und ich heute Abend cool zocken können. Und ich habe mir extra ein neues Spiel geholt, damit wir heute ein neues Spiel ausprobieren können. Ich sag nur, bam! Na, eine Granate! Okay, ja. Ja? Was machst du denn gerade? Hausaufgaben! Ach, bist du der fleißig, ja? Genau, ein guter Stolz Junge. Auf dich, Johann. Sag mal, ist heute ein Paket angekommen, weil ich erwarte etwas. Nein. Und zwar mein neues iPhone 12 Pro Max. Hast du es gesehen? Aha. Nein, habe ich nicht. Ist noch kein Paketbote gekommen? Nein. Okay. Gut, dann warte ich noch. Okay. Tschüss. Weiter so fleißig, mein Schatz. Ja. Weiter so fleißig. Konsole an. So. Oh mein Gott. Mom? Mom, der Postbote ist da. Okay, dann gehe ich. Hallo. Moin, Post. Sind Sie Nancy Mami Seelen? Ja. Okay. Gut, dann müssen Sie nur noch hier unterschreiben. Wow, danke schön. Ich bin ja Nancy Mami Seelen. Aber Sie müssen dann noch unterschreiben. Okay. Danke. Wo? Da. Ja? Ja, und da. Okay. Ja, hier? Und da. Okay. Ja? So. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Oh, es ist so spannend. Wow, das iPhone 12 Pro Max soll ja richtig krasse Gadgets haben. Zum Beispiel kann man da abends bessere Bilder machen. Und ich will ja auch immer nur abends bessere Bilder machen. Und ich glaube, es hat auch einen Weitwinkel und keinen normalen Weitwinkel. Ein super mega mega Weitwinkel. Den benutze ich zwar nie, aber es hat es. Cool, oder? Soll ich das jetzt aufmachen? Was spricht dafür? Ich habe es mir ja auch zu Weihnachten gewünscht. Und es ist ja eingepackt. Vielleicht ist es ja auch mein Weihnachtsgeschenk. Da steht zwar Nancy drauf, aber das bedeutet jetzt erstmal nichts. Das heißt ja nur, dass da ein Name draufsteht. Nicht unbedingt, wer das bestellt hat und wem das gehört. Also ich bin der Meinung, dass das meins ist. Mein Weihnachtsgeschenk. Das iPhone 12 Pro Max. Ich habe mich jetzt entschieden, ich mache mein eigenes Weihnachtsgeschenk jetzt auf. Unten als erstes das Kleber entfernen. Zu langsam. Da drin ist ja noch eine Verpackung. Jetzt geht's erst richtig los. Und in der Verpackung ist jetzt, und zwar ist da ganz besonders, jetzt neu eine neue Verpackung. Und in der Verpackung ist das neue iPhone 12 Pro Max. Eigentlich könnten Sie sich ja mal einen neuen Namen ausdenken. Wie zum Beispiel iPhone 12 Pro Max Ultra Krass. Das wäre nochmal viel, viel krasser. Es ist freigelegt. Hier das iPhone 12 Pro Max. In der von mir gewünschten Farbe Roségold. Nein! Aber okay.
Es ist immer noch das coolste Handy der Welt. Soll ich es aufmachen oder soll ich es speziell aufmachen? Wie wäre es mit einem Hammer? Gute Idee. Das ist ja eine sehr, sehr schlechte Idee. Von Hammern geht's doch kaputt. Vielleicht bohren? Das hat doch bei dem Laptop von meinem Bruder auch geklappt. Viel besser. Stopp! Das ist ja überhaupt gar nicht klug. Der Tisch geht sonst kaputt. Wieder hoch. Viel besser. Oder warte, das war eine schlechte Idee. Wie kann ich das dann noch machen? Oder ich säge es auf. Gute Idee. So ein iPhone muss man doch auf sägen. Ja, so ist gut. Das iPhone ist ja echt hart. Endlich gibt's nach. Oh, das quietscht auch. Und gleich ist er durch. Da geht's ja kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Ist ja mein iPhone 12 Pro Max. Okay. Jetzt einmal rumdrehen. Leicht anheben. Und es ist auch ein bisschen schwerer als sonst. Wow, das neue iPhone 12 Pro Max. In weiß. Okay, cool. Wow, das neue iPhone 12 Pro Max. Nochmal Hülle abmachen. Alles ganz neu. Aber warte, das iPhone 11 Pro Max sah doch genauso aus. Lass uns das mal vergleichen. Hier so unten. Und jetzt da oben. Nein, daneben gegriffen. Guck mal hier, das hier ist das iPhone 11 und das hier ist das iPhone... Das hier ist das iPhone 12 und das hier ist das iPhone 11. Naja, einen großen Unterschied gibt's nicht. Wir sind ungefähr gleich groß, nur ein bisschen größer. Hier beim iPhone 11 Pro Max ist die Kante sehr, sehr rund. Also richtig schön, finde ich. Und hier bei dem iPhone 12 ist der Rand so eckig. Wie bei dem iPhone 4. Und das fand ich schon spektakulär. Am besten gefällt mir das Runde. Außerdem fällt mir noch auf, dass da noch so ein mini kleiner Punkt ist, wenn ihr ihn sehen könnt. Hier. Der Punkt ist viel größer als auf der anderen Seite. Krass. Und sonst gibt es gar keinen großen Unterschied. Außer, dass hier noch ganz, ganz viele Kabel drin sind. Oh, cool. Diesmal sind keine Kopfhörer dabei. Die kann man sich dann extra kaufen. Cool. Jetzt muss ich mich aber beeilen, denn meine Mutter will unbedingt ihr Handy wieder haben. Deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Moment, wenn man aus Versehen sein iPhone 11 zersägt hat. Aber okay, so sieht's aus. Diese Szene musste ich sehr, sehr oft proben, um die 12 Mal. Deshalb habe ich 12 iPhone 12 Pro Max zersägt. Schön. Das nächste Mal nehme ich einen Bunsenbrenner. Und nein, ich versuche zu reparieren. Okay, so geht's schon mal nicht. Hat jemand doppelseitiges Klebeband?